bad news, Spy Boy. Spy Boy? Hangzhou Traffic Control just revoked our clearance. We're being rerouted to another part of the city. I don't like that. I suppose you can't just ignore them. Yeah, right. Chinese government. I've got to comply. Bravo Echo Echo 008, proceeding to designated coordinates. What the hell? We've got a Sam Luck on our tail. Jensen, all systems are down. Hang on, we're going in hard. Stop, Jensen! Malik, we've got company. I know, but the bird took some damage. Gonna need to patch it up before I can go. I'll stay and cover you. Negative. You need to get away from here and find Dr. Savchenko. I'll be fine. You'll be a sitting duck. Maybe not. But this is your best chance to slip by them unnoticed, and you know it. So get out of here, Jensen. Get down! Jensen, the bird's fixed and I'm taking off. Now get on with the damned mission. And thanks, Spy Boy. Holy shit. Holy shit, sag ich nur. Meine Fresse, meine Fresse. Was war das denn Aufwand, hier die Mission jetzt zu schaffen? Vor allem, weil ich hab die so oft jetzt geschafft, ich habe sie so oft probiert. Nicht, weil ich hier nicht gerettet gekriegt habe. Nein. Das war witzigerweise nicht das Problem. Die Leute am Leben lassen dabei, war jetzt auch kein Problem. Aber... ja, die direkt das Cut-Version vergibt hier keinen Ghost mehr. Und ich habe jetzt die ganze versucht, einen Ghost zu kriegen, den man gar nicht mehr kriegt. Ja, das hat geklappt. Das hat echt geklappt. Das sind einige Stunden sinnlos Aufnehmens gewesen. Aber hey, wir haben alles am Leben lassen. Wir haben alles am Leben lassen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Oder ist da irgendjemand? Nein, der schläft. Auch du, mein Sohn, Brutus, schläfst nur. Sieht gut aus. Na gut, der Einzige, der es nicht überlebt hat, ist der Roboter. Aber ich meine mal mehr ernst. Puh. Scheiß auf den Roboter. Scheiß auf den Roboter. Der hat es nicht anders verdient, in meinen Augen. Und für Leute, die es wissen wollen, nur mal so als Hinweis, ich habe nämlich einmal versucht durchzuschleichen, ohne sie zu retten. Und da gibt es tatsächlich neue Zähne. Die wusste ich noch gar nicht, dass die überhaupt existiert. Malik wird dann witzigerweise tatsächlich aus dem Bing rausgezogen und erschossen vor Jensens Augen. Das war sehr extrem, habe ich mir noch gedacht. So, wow, das war vorher so nicht drin, weil da kommt eigentlich die Zähne, dass sie einfach nur mit dem Ding explodiert und das war's. Und hier war das schon ein bisschen anders. Ein bisschen anders, aber hey. Wir haben alles erfolgreich abgeschlossen, endlich hier. Auf geht's. Endlich können wir weitermachen. Ich meine, nicht halbwegs schwer genug ist, weil wenn sie genug Schaden kriegt, macht's bumm und ist vorbei sofort. Aber wir haben alle überleben lassen. Ich glaube, das ist schon ganz okay, ganz okay. Und wäre zwar noch eine Röhre gewesen, ein bisschen Zeug, aber sag ich mir, wer braucht das? Jensen, I've been monitoring comm activity around Hangzhou. Bell Tower's looking for you. Hard. I know. They ambushed us, Pritchard. Forced us to make an emergency landing. Malik barely got away in time. But they're supposed to be...
The good guys? Just give them a wide berth, Jensen. If they recognize you, they'll shoot. Auch ein sehr interessantes Gespräch, wenn Malik erschossen wird, dann ist Jensen völlig im Austicken und will womöglich alle umbringen. Aber gut, das haben wir jetzt nicht. Wir gehen davon aus, dass Jensen natürlich niemanden zurücklässt. Niemanden. Auch nicht Malik. Ich meine nicht, dass Malik was Schlimmes getan hätte, sondern im Gegenteil. Aber läuft, läuft, läuft. Gehen wir mal raus. Ja. Alter, was ist denn mal los hier? Das sieht ja gar nicht gut aus. Hey ihr. Jetzt bin ich völlig relaxed an die Wand lehnen. Nichts ist passiert, ich bin nicht versalbert. Oh. Wow, das ist ein Fehler in der Matrix. Ganz klarer Fall. Please, Sir, do you know what is happening? Dafür, dass er jetzt so einen gestressten Eindruck macht, hat er sehr relaxte Zähne hier. Ja, okay. Das war jetzt schon weniger schön. Oh. Ich habe gerade noch gedacht, warte mal. Warte mal. Was hat Pritchard eben noch gemeint? Geh ja nicht zu den Typen. Wenn die dich erwischen, dann gibt's Stress ohne Ende. Gut, dass mir das so eingefallen noch ist. Wo müssen wir überhaupt hin jetzt? Das wäre jetzt mal eine schöne Sache. Ich habe ja ziemlich viel Crap mit aufgesammelt, nicht, dass ich den haben will, aber meh. Ich glaube, ich hole mir jetzt tatsächlich mal was schneller. Nee, halt, was schneller laufen? Verbraucht das nicht auch wieder was? Nee, einfach nur. Nehme ich sofort. Schneller sprinten. Wird langsam mal Zeit, Jensen, dass du mal Gas geben kannst. Okay, und auf der Karte sollen wir jetzt laut den Angaben wohin? Doch hier runter irgendwie, oder? Wurde noch eins höher? Oh, das ist jetzt nicht um die Ecke. Aber ja, ich muss bis ganz vorne hinkommen irgendwie. Gibt es eine andere Möglichkeit? Wahrscheinlich nicht. Glaube ich zumindest nicht, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Jensen, it's Pritchard. Have you been watching the news? Been a bit busy, Francis. Jensen, the World Health Organization is advising all augmented patients to check in with Lim. There's a problem with biochip technology. The glitches I've been experiencing. We've all had them. So far, I can't determine why. You heading to a clinic? I'm running a few more tests. But since I can't exactly run them on you, and we don't know when you'll be back, you might not want to wait. Up to you. Ich könnte natürlich jetzt noch einen Biochip einbauen lassen. Aber in dem komischen Laborraum wurde irgendwas von Biochips geredet. Und das hat irgendwie, dass sie irgendwas vorhaben damit. Ich glaube, das lassen wir mal ganz schön. Und versuchen einfach ganz schnell unsichtbaren Jungs hier oben vorbeizulaufen. Ich glaube, das ist eine phänomenale Idee. Am besten einfach vorbeigehen, schnell. Schnell vorbeigehen, wobei, wo sind die überhaupt? Hier, da komme ich niemals vorbei. Die sehen mich sofort. Okay, vielleicht, warte mal. Gibt's einen anderen Weg hier vorne rum? Ne, hinten ist so eine Sackgasse. Das kann ich ja mal völlig vergessen, warte mal. Ist das ein anderes Gebiet, wo ich hin muss auch? Nein, nicht ganz. Nicht ganz, beziehungsweise doch, ich muss ins andere, in den anderen Distrikt. Moment, dann kann ich glaube ich auch die andere Seite hier nehmen. Warte mal, probieren wir mal. Probieren wir mal erst das hier. Weil ich habe nicht die Energie da vorne, mich da vorbeizuschleichen. So lange. Ich meine, ich könnte mich uns mal vorbeitigern, aber. Ah ja, wir sind ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Gucken wir mal, wo uns das hinführt, mit dem etwas schneller sein. So, nur aufpassen, ob wir eben noch gesehen werden. Ich habe jetzt gerade gedacht, ein Schuss. Tigern wir mal schnell dann vorbei, das ist sicherer. So unsichtbar, wie wir sind. Warte mal.
Ich dachte gerade, er hätte mir so ein Chip-Ding, so ein Müsli-Riegel hier gelassen, aber da wäre es schön wahr zu sein, glaube ich. Niemand hier. Interessant. Gut, gehen wir mal hier unten rein und fahren. Ist vielleicht besser so. Ausgezeichnet. Moment, bin ich jetzt wirklich richtig gekommen, oder? Bin ich jetzt richtiger, sagen wir mal lieber so? Ja, ich bin tatsächlich richtiger hier. Ich meine, gut, dass ich hier den anderen Weg gegangen bin und nicht da vorne den Soldaten vorbeigelaufen bin. Das wäre sonst völlig in die Hose gegangen, ne? Das wäre ja völlig nicht. Mr. Jensen, Hugh Darrow here. Please forgive this intrusion, but David assured me of your cooperation and discretion. I find myself in need of some assistance. I'm listening. A contact of mine, Meng Yao, is in Hengsha, waiting to fill you in. I'll upload her coordinates now. Richtig, weil hier letztes Mal war alles voll mit den Truppen hier von dem Verein. Jetzt ist alles durch weg. Warte mal, jetzt kann ich mich euch mal hier umsehen. Kriege ich hier was mit? Kann ich was mitnehmen? Ja, aber auch nichts da für mich hier, ne? Ich meine, ich muss irgendwie nach oben kommen. Ich glaube, ich bin noch nie von hier aus da hochgelaufen, ehrlich gesagt. Komme ich da durch? Da hinten sieht mich allerdings einer, aber ich glaube... Oh, okay, jetzt kommt einer hochgelaufen, ne? Das kann ich gerade mal völlig vergessen. Kann ich hinten aus rumlaufen vielleicht? Nur wenn ich in der Lage bin, durch die Decke zu springen. Vielleicht durchs Haus hoch? Aber nee, Quatsch, wir gehen lieber außen hier vorbei. Ich weiß, da vorne war ein Gerüst hier an dem Haus. Ich muss aufpassen, damit mich keiner sieht. Ganz entspannt, ganz ruhig. Immer einen Blick auf dem Radar werfen. Nicht, dass wir jemanden sehen, der uns auf den Sack gehen will. Warte mal, ich muss ins andere Gebiet zurückkehren jetzt. Nee, das ist noch hier. Ah, okay. Da muss ich doch einfach nur irgendwie einen Weg nach oben finden. Und irgendwo einen Weg nach oben. Nee. Ach, hier vorne, glaube ich. Oder? Ja, Gerüst sieht gut aus. Gerüst sieht sehr gut. Ah. Leiter nach oben. Sieht mal besser aus. Ja, das wirkt richtig. Das wirkt richtig hier, das hier. Gut. Das macht gar keinen Scheiß. Wobei, wir können uns nicht mehr zu Tode stürzen. Stimmt, ich habe ja jetzt das Upgrade drin, dass ich ja schön unten aufschlagen kann, ohne dass mir was passiert, großartig. Ah! Hallo! Mr. Jensen, right? Thank you for your time. I am Meng Yao, an associate of Mr. Darrow's. I'm in charge of one of his divisions here in Hengsha. You come highly recommended. Really? Your boss described you as a most precious asset. Apparently, you are very efficient and always get the job done. We could definitely use a man like you for this operation. Ja. Ne? Was für eine Operation, hä? What operation? We need you to help us stop a group of terrorists who are threatening the Panchaea project. Are you up to it? Ja, erzähl mal, ne? Okay, I'll help out. Excellent. Here's the situation. It has come to our attention that these terrorists possess highly classified proprietary information about Panchaea. We've been able to convince them to sell it to one of our agents, a man named Lo Fei. The meeting is supposed to take place near the Alice Garden Pods in the Daigong district. And you want me to crash this meeting? Actually, there will not be a meeting. We are sending you alone to ensure Mr. Fei's safety. The terrorists will not be expecting that, and will have the information with them on a data chip. You have to neutralize all of the sellers and retrieve the chip so you can bring it to me. I don't get it. If Faye set up the meeting, why risk sending me in his stead? Why doesn't he or even some of your other agents drop in on the sellers and take the chip?
Because Mr. Darrow wants an absolute guarantee that there will be no casualties. We will not play by their rules. We want them arrested and questioned, then properly prosecuted and sentenced. This will require stealth and efficiency. That's why a man with your particular skills will be indispensable. Sonst irgendwelche Wünsche? Anything else I need to know? The sellers are expecting Mr. Fay and Mr. Fay alone. If they spot you, they will shoot on sight. Need I point out this might make your job a lot harder? Story of my life. Okay. So, jetzt soll ich also irgendwelche Betriebsgeheimnisse hier von denen von irgendwelchen Terroristen zurückholen? Klar, ich habe ja sonst nichts zu tun, ne? Ich meine, ich werde zwar jetzt nur von der ganzen Polizei hier in dem ganzen Gegend hier gejagt. Aber egal, was soll's. Genau. Einfach cool durchatmen und sagen, puh, alles furcht. Gut, wo müssen wir jetzt eigentlich hin dafür? Sag bloß, ich muss ins andere Gebiet wieder zurück. Ne, das ist das. Ne, wirklich. Oder? Hä? Na, gucken wir mal nach. Ah, ist das angenehm. Ist das angenehm, so rumzulaufen zu können. Absolut super. Ich könnte gar nicht sagen, wie super das ist eigentlich. Jetzt muss ich hier wieder rauf. Okay. Oh, ich habe den mit jemandem verwechselt. Oh, ich dachte, wäre der Typ hier aus dem... Nee, falsches Gebiet. Kollege, dich kenne ich gar nicht. Erzähl mal. Ah, you buy or sell? I do it all. Look at a computer and see for yourself. Ja, yeah, I do it all. Naja, nee, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Was verkaufst du überhaupt? Stopwurm, Nuke. Schallgedämpftes Präzisionsgewehr. Nice. Wenn ich das benutzen wollen würde, wäre das jetzt schön, aber nein. Vielleicht Gruppen ausschalten, vielleicht. Nee. Wir verkaufen einfach was. Elektroschock, ja, Sturmgewehr, ihr, das kann alles weg. Das ist alles nur Gewicht und Ballast, kann alles weg. Beugungsfall brauchen wir noch, Schrot kann weg. Scharfschützengewehr-Munition kann weg. Hier, das kann weg. Das kann ich alles weg. Und natürlich, 10 Millimeter will ich behalten, Revolver kommt auch weg. Gas behalte ich mal. Splitter, ich glaube, ich habe viel zu viele Splitterminen dabei. Ich glaube, wir behalten mal so, ich sag mal... 3. 3 ist vielleicht eine gute Zahl. Wobei, das sind Splitter. Ne, die will ich ja gar nicht benutzen, die bringen ja Leute um. Weg damit. Alle. Weil hier die Matrix-Dinger, die sind cool. Da kann ich schon was draus stricken. Ob jetzt Gas oder EMP-Minen, das ist okay. Warte mal, Schalldämpfer kann ich auch nicht gebrauchen. Schmerzmittel, Hypospray, ja, warum nicht? Warte mal erstmal. Come back anytime. Ich dachte, jetzt wird es voll sauer, weil ich die ganze Zeit nur was verkauft habe, nichts gekauft habe. Moment mal. Irgendwie macht das doch alles keinen Sinn. Ich soll jetzt da... Moment mal. Oder soll ich jetzt einfach hochlaufen? Heißt es das etwa? Oh, ich muss wirklich in einen anderen District zurück. Wobei, auf dem zweiten Überlegung her, vielleicht sollte ich doch mal in der Limb-Klinik vorbeischauen. Vielleicht haben die ja so Praxis-Kits wieder. Nicht, dass ich jetzt viel brauche, aber ich meine, ich habe so viel Geld. Vielleicht ja. Gut. So, jetzt nach hier, nach da. Nach den. Oh Mann, das war ein Labyrinth hier. Immer links, rechts Kombination. Shit. Rumor has it that Hugh Darrow is going to go for some surprise in the Besser. Hey, I know you. You're the one Bell Tower is looking for. I seen your picture. You got the wrong guy. What's it worth to you for me to think so? Be a simple thing for me to yell out. Maybe a few credits keep my mouth shut, huh? Wie wär's mal mit, ich reiß den Kopf um den Scheiß rein? How about I find some other way to keep it shut? Permanently. That won't be necessary. I see now that you're much taller than the man they're looking for. I thought you might see things that way. Now move it. Genau, Junge, verpiss dich, bevor ich den reinhaue.
So wird's gemacht. Nicht jedem einfach was Geld in die Hand drücken und sagen, ja, läuft schon. Wo ist Limb-Klinik von hier aus gesehen? Der Hive ist hier vorne. Oh nein, sag bloß die Limb-Klinik. Ah, da bin ich eben. Ah, da war die andere Richtung. Da hinten runter hätte ich gemoost. Aber egal, ich komme jetzt. Oh, ich muss nach da. Und das ist. Super, ich muss zu den Typen, die mich suchen. Das ist ja toll. Das wird die Sache sehr viel einfacher machen. Meine Fresse. Es wird aber auch nicht einfach heute, hört ihr? Das war gerade schockierend. Erstmal gucken, wo jemand steht. Da vorne ist die Polizei, die mich sehen darf. Danke. Keiner davon darf mich eigentlich sehen. Und ich soll mir die Typen kaschen, die wahrscheinlich genau unter mir rumvegetieren. Genau da vorne nämlich. Ja, und wie soll ich jetzt da runterkommen, wenn hier die Kasper hier vorne mich die ganze Zeit suchen? Hm? Was ich natürlich machen könnte, ist einfach erstmal hier rüberspringen. Von hier oben richtig gut grinsen gehen. So auf Batman-Style eine machen. Moment, ich habe doch sehr viele Schuss mit Betäubungsgewehr-Munition. Oh, warte mal. Wenn der Typ sich nochmal da vorne hinstellt, dann tue ich einfach jeden einzelnen von denen Betäubungsfallen rücken schießen. Ich glaube, das ist eine fast gute Idee. Anfangen werde ich mit dem Kerl da unten wahrscheinlich. Es sei denn natürlich, die hören das, was ich tue. Da wird es natürlich doof für mich. Aber ich glaube, ich teste das erstmal gleich, ob die das wirklich mitkriegen, wenn ich da jetzt drauf schieße auf den Typen. Aber bis jetzt noch nicht. Das wird doof. Da ist doch noch jemand unter mir, kann das sein? Irgendwie habe ich den Eindruck gerade, dass da noch Typen rumlungern irgendwo. Aber ich sehe ihn natürlich jetzt nicht, egal wo er ist. Oh, Quatsch, ich muss den Chip ja noch holen. Naja, wenigstens hat keiner das mitbekommen, was ich hier getan habe. Das ist schon mal nicht verkehrt. So, Jungs, was habt ihr eigentlich bei euch? Nix? Das ist ja wenig. Schiebpistole. Ja, das ist ja blöd. Du hast den Chip, danke. Läuft! Die waren jetzt nicht so tough, die Jungs. Scharfschützengewehr, Satan, beziehungsweise Betäubungsgewehr, Satan. Oh, warte mal, ich muss aufpassen, dass die Typen mich nicht sehen. Oh, die oben drüber herlaufen. Schön langsam. Jetzt muss ich eh zur Limb-Klinik zurückschlendern, wie ich gerade den Eindruck habe. Oh, warte mal, hier vorne steht doch noch irgendwo einer, oder? Ah, das ist eine Etage über mir. Das ist perfekt, das ist perfekt. Latschen wir wie eben schon mal einfach hier unten jetzt vorbei. Und wir können zur Limb-Klinik zurücklaufen. Ja, ist perfekt. Ich kann einfach einmal rumlaufen und alles läuft. Ja. Das sieht in meinen Augen ganz korrekt aus. Oh, wow, stimmt. Da oben ist noch so ein Typ. Hoffentlich steht drin jetzt keine Wache. Jetzt habe ich ein Problem. Der wird mir aber grün angezeigt. Das heißt man nicht, dass er eigentlich mich umnatzen wird. Bestimmt gehört er von jemand anderem. Das ist doch von Limp, der Typ. Ja, du bist von Limp, ne? Ja, du bist von Limp. Du gehörst gar nicht zu den anderen. Ha, perfekt. You here for recall? There is problem with the peripheral nerve interface. We fix with upgraded chip. You want it, yes? Nein. I'll think about it. Clinic is very busy, but if you want something else, we will service you.
Oh, danke dafür, dass ich trotzdem was kaufen darf. Oh ja, Praxiskits, deswegen bin ich hier. Zwei Stück ist davon. Und weil ich so angeschlagen bin, ich nehme zwei Stück davon. Hypospray brauche ich momentan nicht. Und das andere Ding habe ich eh nicht drin. You're very welcome, sir. Hm, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Hey. Mr. Jensen, right? Sag mal, habe ich ein Namensschild an mir kleben? I am not mistaken. You are Mr. Jensen, right? That depends. Who's asking? I am sorry, Mr. Jensen. I am being impolite. My name is Wing Hui. I am a doctor here. I can see that. What I really meant to ask is, how do you know who I am? Yes, yes, of course. Excuse me, for I am a bit nervous. Bell Tower agents were here a while ago, looking for a man who fits your description. When I heard what they were saying of you, it occurred to me that you might be exactly the person I need. Kann das sein? Entweder will er mich gerade erpressen oder ich bin jetzt sehr auf Aggro. Komm, weißt du was? Hier, willst du mich erpressen oder was läuft jetzt? Are you trying to blackmail me, Doc? No. No, of course not. I assure you, Mr. Jensen, no one in this clinic would dare to turn you over to the police. Lim has very strict rules about patient confidentiality, especially if those patients belong to our partnership program. Glad to hear it. So what's this all about then? I'm afraid I won't be able to go into very much details. Not before I know you are really willing to help. But I need someone to help me to stop a very dangerous augmented soldier, and possibly his squad mates. If everything Bell Tower said of you is true, then you would seem the good fit for this job. Moment, will mir jetzt mehr erzählen, wenn ich ja sage? Das ist jetzt schon wieder. Das ist doof. Soll Augmented Soldier aufhalten, Soldaten. Oh, ja, okay. Fine, I'll do it. Just tell me more. Thank you. Now please, understand that I am to give you sensitive information on multiple parties. Jetzt, ja, komm. Wir sagen jetzt dezent, Junge. Erzähl, I understand, Doc. You can count on my discretion. I appreciate it, Mr. Jensen. Obviously, you are familiar with Bell Tower and the role they have in this city. What you may not be familiar with, however, is the fact that sometimes they contract Lim doctors, like myself, to work in private clinics on special projects. What kind of special projects? What you Americans call black operations. Bell Tower selects some of their best soldiers and make them to be super augmented with experimental, top-secret hardware. Not to sound too jaded, Doc, but none of that comes as a big surprise. Stuff like that's been going on for years. Yes. Your government and mine have both been guilty of this practice, I am sure. But Bell Tower is not a government. They are a private corporation. A private army, on sale to the highest bidder. Is this about stopping Bell Tower, then? Because as much as I might hate them right now, I'm only one man. No. It is not all of Bell Tower I need help with. It is just one of their covert operatives, a man named Michael Zelazny. He was implanted with experimental hardware, and to an extent that is way beyond legal regulations. I am ashamed to say I have operated on him myself, and he has been used in countless secret operations for the Chinese and others. Okay. Der Typ hat also mitgeholfen, Supersoldaten zu bauen, das, was die ganze Zeit laut vorgeworfen wird, danke. Und wir sollen jetzt einen aufhalten, der scheinbar außer Kontrolle geraten ist. Sounds like the type of man you don't want to see going out of control. Precisely. Yet, about a month ago, I have heard rumors that Mr. Zelazny and part of his unit had gone rogue. And 2 weeks later, a city official was killed in a perfectly staged operation. I am certain it was them. And then, a few days ago, Mr. Zelazny contacted me himself. He needed urgent help with one of his squad mates' augmentations. I take it you said you would help. They sent me to the back store of a meat shop near Pandang Road, in the Yuzhou district. There,
I performed emergency repairs on one of the agent's AUGs, a servo replacement. I believe this back store is their hideout, Mr. Jensen. You must go there and make Mr. Zelazny hear reason. Ich probiere mal, was ich tun kann. I'll do what I can. I am sure you are up to the task. Mr. Zelazny is a soldier, not a maniac. Your unique situation will no doubt resonate with him. And if things do turn sour and he must be terminated, I think you are quite a good candidate to get it done. Or at least survive. Meine Fresse, also Supersoldaten soll ich jetzt auch noch aufhalten. Am besten erstmal überreden und wenn das nicht klappt, soll ich ihn und sein ganzes Team ausschalten. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Kann ich vielleicht noch irgendwas, so ein Praxiskit extra abstauben, irgendwas hier zufällig rumvegetiert? Nein. Ich bin mir so felsenfest sicher, dass schon irgendeine von diesen ganzen Kliniken immer ein Praxiskit versteckt haben muss. Ich weiß noch nicht mehr wo. Ich weiß einfach nicht mehr wo. Kann auch sein, dass ich das schon lange aufgesammelt habe und das eine völlig andere Ecke war. Aber so wie das aussieht, finde ich es auch nicht. Also ist auch völlig egal. Vielleicht habe ich es ganz am Anfang aufgesammelt schon. Und ich suche jetzt die ganze Zeit wie wild nach dem Gegenstand, den ich schon lange gesammelt habe. Aber okay, wir haben jetzt jede Menge von diesen Praxiskits. Wir können eigentlich tun und lassen, was wir immer lustig sind. Zum Beispiel mehr Platz holen. So, jetzt haben wir erstmal mehr Platz. Wir können durch Wände hauen und so, wobei das ist nicht so geil. Was können wir uns noch holen? Wenn ihr Energie haben wir alles voll. Ich hätte so gerne das irgendwie höher upgraded, dass wir noch mehr was machen können. Wir können das Sprinten aufwerten, damit wir einfach viel länger sprinten können. Und ich glaube, ich tue das sogar upgraden bis nur einen. Dann halt das jetzt mal ein Sprint. Hält jetzt wie lange? 2,5 Sekunden mehr. Jetzt kann man das echt mal sprinten nennen, Jensen. Absolut, absolut. Du bist noch richtig hier zum Jogger, hätte ich fast gesagt. Nicht, aber zum 100-Meter-Sprinter, wenn es so weitergeht. Gut, gut. Dazu habe ich ja einiges hier vor. Erstmal muss ich den Chip abgeben und den Supersoldaten aufhalten. Also auf geht's. Ich muss mir doch irgendwie diese Dinger mal holen, dass ich endlich mehr Energie habe. Die habe ich ja mir gerade geholt. Ich muss mir überlegen, was ich so benutze. Schnell mit der U-Bahn fahren, dann ist alles gut. Hau mich hatte hier keine Verspätung, so warte ich, dass ich mir einen Wolf hier.